Willkommen in Cartagena. Wir zeigen euch unsere Highlights von Cartagena. Los geht's. Wir haben uns entschieden, von Medellin nach Cartagena mit dem Flugzeug zu fliegen, weil es bequemer ist und nicht so lange dauert. Man kann aber auch von Medellin mit dem Bus fahren, das dauert nur übelst lange. Jo. Und da hatten wir keinen Bock drauf. Nee. Und für jegliche Art und Reise an der Karibikküste von Kolumbien bietet sich Cartagena auch super an. Es ist mit dem Bus erreichbar, mit dem Flugzeug erreichbar, wie du gesagt hast. Man kann von dort karibische Inseln anfahren, aber man kann auch weiter Richtung Norden, also Cartagena als Startpunkt für jegliche Art von Karibikreisen innerhalb von Kolumbien bietet sich perfekt an. Ja, als allererstes haben wir uns die Altstadt von Cartagena angeguckt. Man beginnt im Morgen hier in Cartagena mit einem leckeren Brunch. Bei 32 Grad ist es sau heiß. Das Café können wir euch wirklich empfehlen und richtig witzig. Ja, das Coole war, den Besitzer von dem Café, den haben wir einfach ein paar Wochen später in Santa Marta wieder getroffen, in einem Hostel. Richtig, korrekter deutscher Kollege. Aber das Frühstück war auch richtig gut. Also wir empfehlen euch den Laden wirklich vom Herzen. Es war wirklich gut. Jo, da gab es Falafel zum Frühstück, das war echt nice. Richtig, gescheites auf dem Teller. Ja, und voll der schöne Laden. Also der mega. Mir echt gefallen. Es ist wirklich eine schöne Kolonialstadt. Also es sieht einfach aus wie in Spanien irgendwo. Große Plätze, ein richtig krasser Yachthafen. Ja, überall so gelbe und weinrote Gebäude, also voll schöne Farben. Aber Cartagena ist wirklich, also zu Fuß. Eine sehr schöne Stadt. Ja. Ja. Es macht wirklich Spaß und man kann echt schöne Ecken sehen. Man hat sich direkt irgendwie ganz anders gefühlt, auch ein bisschen sicherer. Ja, Cartagena war auf jeden Fall sicherer als die anderen Großstädte in Kolumbien, die wir erlebt haben. Grundsätzlich, was mir sehr gut gefallen hat, war die Festungsanlage drumherum. Also man kann einmal auf der ganzen Befestigungsanlage um die Stadt herumlaufen. Ja. Das hat mir echt gut gefallen. Festungsanlagen gehen insgesamt 6 Kilometer. Man hat von hier eine unglaublich schöne Aussicht. Hier sieht man natürlich super den Kontrast zwischen Kolonialstadt und der modernen Skyline. In Europa sieht man das selten, dass eine Befestigungsanlage so gut in Schuss ist. Da gab es halt keinen Zweiten Weltkrieg oder so, dementsprechend ist nichts kaputt. Spaziert auf der Befestigungsanlage und dann zum Café del Mar. Wir haben gehört, korrekte Preise. Das ist auch direkt auf der Befestigungsanlage und traumhafter Ausblick auf den Sonnenuntergang. Wir haben uns jetzt hier richtig geil Bananenchips mit Mayo bestellt. Empfehlung des Tages, Kokosnusslimonade. So lässt sich's aushalten in Cartagena. Die ganze Sache hat einen Nachteil hier. Die Musik, hört ihr das? Nicht gut, Bruder. Schon so ein bisschen Äthepetäter, aber die Aussicht ging war noch. Geil. Ja. Ging noch. War so in der Kann Mitte. Kann man mal einen Cocktail zwischen trinken. Gut bürgerlich und Luxus pur so. War irgendwo so noch dazwischen. Mhm. Preislich ging's klar. Ja, und wie überall am Meer wurde uns da auch Fisch empfohlen, aber wir sind leider nicht die größten Fischfans. Aber jeder hat da Fisch gegessen, also ging auf jeden Fall ab. Geht da trotzdem auf jeden Fall zum Sonnenuntergang hin, war wirklich ja, schön. Ja, zum Sunset, echt mega Spot. Wir sind jetzt gerade spontan an der Casa Abba Art Gallery oder Boutique vorbeigelaufen. Da ist eine Kunstausstellung und gleichzeitig kann man da shoppen. Und ja, wow, ich habe noch nie so einen Laden gesehen, also ist auf jeden Fall Must-See hier in Cartagena. So viel kann man da eigentlich gar nicht machen. Das Geilste war halt, dass wir einen Tag in dem Viertel Getsemani waren. Wir sind jetzt am hipsten Viertel von Cartagena. In einem sehr bunten Viertel. Das war hier früher auch ein Ghetto. Hier war sehr viel Kriminalität, Drogenhandel und auch Mordrate sehr hoch. Diese Story wiederholt sich in Kolumbien irgendwie überall. Ja. Und jetzt ist es voll hip, künstlerisch angehaucht. Ja, künstlerisch angehaucht, überall Graffiti. Also eigentlich auch wie in anderen hippen Vierteln in Kolumbien. Überall bunte Häuser, coole Cafés und Restaurants. Sehr touristisch, chillige Vibes hier. Das Viertel heißt Getsemani.
Get the money, keine Ahnung, ich fand's lustig. Also sogar finde ich noch schöner als die Altstadt, ne? Also die Altstadt hat auch was, aber hier ist dann... Ja, die Altstadt ist so eine coole Kolonialstadt, aber hier ist irgendwie hipper, bunter, chilliger. Es ist einfach so heiß. Jetzt mein Eischen. 1,50 Euro, lecker Maracuja-Eis mit Topping. Ja, was man dazu sagen muss, dass Get the Money erst so zum Abend hin erwacht. Ja. Also mit der Kamera sind wir jetzt abends da nicht rumgelaufen, aber wir sind abends mal einmal raus gewesen und also da an dem Hauptplatz ging richtig die Party ab. Also so sieht es da tagsüber aus und so kann es da abends aussehen. Also es ist schon Tag und Nacht wirklich tatsächlich. Ja, bei der Hitze chillt dann da auch keiner in dem Viertel, also alle sind dann auch irgendwie abends unterwegs. Aber ich sag euch ganz ehrlich, das Meer hat uns jetzt nicht so gefallen. Da waren so voll viele Algen im Wasser, so rötliche Algen. Und das Ding ist halt, es war an der Hauptstraße. Ja, und es war dreckig und teilweise auch so ein bisschen vermüllt. Also man guckt sich eher die Stadt an, als dass man da einen Beachtrip macht. Jo. In der Altstadt selber gibt's eine mega große Shopping Mall, die, ja, sehr war luxuriös Fan. War. Ja. Also. Die Kolumbianer wissen auf jeden Fall, wie man so eine Shopping Mall aufzieht. Wir sind jetzt hier gerade im Centro de Comercial und wow, also echt eine richtig geile Shopping Mall. Für die reichen Touristen. Mit so einer Art Kolosseum in der Mitte war das noch. Ja, wir sind einmal rein und haben uns das angeguckt, konnten uns da zwar nichts leisten, aber ja, waren halt da. Oben ist auch voll die schöne Aussicht über die ganze Stadt, man kann da einen Kaffee trinken gehen. Ja, und ansonsten bin ich ehrlich, in Cartagena selbst, also für uns, ja, wie soll ich das ausdrücken? Wir mögen halt die kleinen Örtchen lieber, wo ein bisschen mehr Flair ist. Das ist halt einfach eine Großstadt. Das Coole ist, es ist eine Großstadt, wo immer gutes Wetter ist, wo man wirklich sehr schöne Sonnenuntergänge sehen kann, grundsätzlich. Ansonsten, ja, es ist halt laut, ja, viele Leute. Es gibt halt sonst noch den Hafen. Ja. Der halt echt ganz schön ist. Und, fette Boote. Man kann da echt viele Touren und so buchen. Und von dort aus sind wir halt auch auf eine Insel gefahren. Wir waren auf einer richtig geilen Karibikinsel, Leute, ich sag's euch. Das war echt der Hammer. Ja, das war nice. Also das ist unsere Meinung zu Cartagena. Wunderschöne Altstadt, krasse Befestigungsanlage, ein richtig cooles Viertel. Strand okay. Okay, ja. Wenn man da in der Gegend ist, muss man es gesehen haben. Und die meisten werden auch erstmal in Cartagena landen oder wie auch immer. Um dann. Aber die geilsten Strände folgen dann nach Cartagena. Richtung Norden wurde es für uns dann zumindest mit am schönsten. Dann folgt ja auch noch der Tayrona National Park und solche geilen Spots. Und ja, ihr kommt in Cartagena an und dann geht's von da weiter. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck davon bekommen, wie Cartagena ist. Ich hoffe, das Video hat euch dabei geholfen zu entscheiden, wie lange ihr dort bleibt. Dazu vielleicht noch 2-3 Tage, wenn ihr nur Cartagena sehen wollt. Ja, das sind unsere Ausgaben, die wir in Cartagena hatten. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht's jetzt. Und wenn euch das Video wirklich geholfen hat, Leute, dann lasst doch mal einen Daumen da. Und kommt schon, abonniert eben. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.